Hallo Freunde, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tenchu 2. Und wir waren ja gestern, also ich habe mich entschieden, gestern nicht nochmal aufzunehmen, das mache ich jetzt heute. Wir waren ja in der Kansenkaverne angekommen und diesmal auch mit Ayame. Und genau, wir sind jetzt mit Rikirinaru zusammen hier und haben unseren Hund rausgelassen. Einen Moment, ich muss mal gerade. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut gewesen. Aber wir haben den Hund draußen gelassen und ja, sehr tierfreundlich auf jeden Fall. Nö, hier gibt es ja keinen Endgegner bei dem Level, glaube ich. Also sind das alle unsere Items. Dann fangen wir einfach mal direkt mal an hier. Ja, genau. Es ist tatsächlich derselbe Einstiegspunkt mit Rikimaru. Und hier ist der Hund auch weg. Genau. Ich glaube, denselben Move habe ich auch bei Rikimaru gemacht. Naja. Ah, hier sind ja jetzt so Sounds, genau. Aber hier, den einen hier, kann ich doch bestimmt schon mit einem Blasrohr killen, wa? Wo ist der denn? Da ist nämlich ein Gegner hinter, das weiß ich noch. Nee, lieber nicht. Das traue ich mich jetzt nicht. Ja, ich bin wieder back hier mit dem Tenchu 2 Let's Play. Tada! Hey! Ah, Schnabelfresse. Nee, ich habe kein Vogelfutter für dich. Tut mir leid. So, komm schon. Und? Kill von unten! Bams! Und klack. So, hier ist nämlich jetzt direkt noch ein Gegner. Aber warum gehe ich eigentlich schon hier hin? Der hat aber, glaube ich, eh nichts. Warum gehe ich schon hier hin? Hier ist ja noch was, ne? Hier ist ja noch dieser Bereich, genau. Da kann ich mich noch erinnern. Hier bin ich mit Regimaro runtergefallen. Aber ja, man hält sich da fest. Ja, das ist eine Frau, ne? Und Frauen sind gelenkig und so. Die haben da keine Probleme mit. Ja, genau. Oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Warum auch immer. Egal, so. Oha! Seht ihr das? Da ist eine Bombe. Richtig, das war ja der Bereich. Oh, warum ruckelt das denn jetzt so? Hey. Wow. Links oder rechts? Das ist so fies hier. Man sieht gar nichts, ey. Das ist so fies. Ich habe natürlich auch vergessen, mir hier einen Schuriken mitzunehmen, ne? Das ist ein Unschuldiger! Oh Gott, wie soll ich denn die Kiste da kriegen, wenn der hier patrouilliert? Oh mein Gott, komm schon. Ich bin gierig, ich will die Kiste haben. Komm, bitte! Bitte seh mich nicht. Oh Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank, da ist der. Die Patrouille, ey. Aber. Nee, die Gegner sind nicht gleichgesetzt. Hier war nämlich bei Rikimaru ein Gegner. Genau, das ist halt dieser Blendstaub. Kann ich ja einfach mal vorführen. Das werde ich eh nie benutzen. So. So sieht das aus. Oh! Okay, krass. So sieht das halt aus, wenn man einen Gegner versucht zu blenden. Aber das benutze ich nie. Weil das halt, ja, keine Ahnung, das bringt, finde ich, nicht so viel. Andere Sachen sind da doch effektiver. So, da bist du wieder, du Karnevalsfresse. Beziehungsweise zugenäht. Wenn ich jetzt hochgehe und den von vorne. Nee, nee, nee. Mach mal lieber hier den hier. Zack. Genau. Und tschüss. Da. Ah, eine Bombe. Sehr gut. Ist hier wirklich nur der Unschuldige in diesem ganzen Bereich? Das kann ja irgendwie nicht sein, oder? Doch, das ist anscheinend wirklich so. Okay. Nee, dann hau ich ab. Wenn ich jetzt keinen Großmeister schaffe, deswegen, dann ist es auch egal. Oh mein Gott, hier bin ich runtergefallen letztens bei Rikimaru. So, und hier hoch. Und jetzt kommt es hier hoch, ne? Richtig. Sehr schön. So. Hat der wirklich nichts? Nee, der hat nichts, alles klar. Es wäre jetzt schön,
wenn einer von euch hier mir mal einen Shuriken geben würde. Weil hier oben links ist doch der nächste Gegner gewesen, oder? Hä? Was macht der? Der pennt auf Stroh oder was das sein soll. Hä, das ist aber neu. Ja. Oh, der hat ein Wasser. Geil, danke. Und noch zwei Rauchbomben. Jo, das hat sich gelohnt. Was ist das denn hier? Das ist aber neu hier mit dem Pferdchen da. Ne? Sehr süß. Naja, egal. Schauen wir mal weiter. Also hier unten waren doch jetzt die drei Gegner, ne? Ich erinnere mich noch ganz genau. Da unten. Da ist jemand drin. Habt ihr das gesehen? Da ist eine Schnabelfresse und der ist... Wo noch? Hey! Wo denn? Ah nein! Scheiße! Fuck, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, Mist, ey. Was soll denn das? Ja, jetzt kann ich Großmeister sowieso vergessen. Schlampe, ey. Mann. Dreckige Frau, ey. Ja, das ist doch... Ey, wie sollte ich die sehen? Die war irgendwo rechts in der Ecke. Keine Ahnung. Ah. Dafür kriegst du jetzt einen schönen... Ey. Ey. Was? Oh. Jetzt hat die Leiche da entdeckt. Ey, was soll das denn jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Nein, nicht hoch! Oh mein Gott, ey. Den gleichen Fehler habe ich auch mit Ricky Maru gemacht. Die gehen immer da hoch direkt. Ach Gott, ey. So, jetzt aber. Komm schon. So, zack. Weg mit dir, ey. Hast mich entdeckt, du Hure. So. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Hallo? Nee. Wo soll der sein? Ah. Hier rechts irgendwo, ha? Huh? Oh, einen Moment. Ich muss mich mal gerade hier am Arm kratzen. So. Oh. 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 Er guckt direkt in unsere Fresse. Nee, nix da. Kriegst den Blasrollenfuß. Und stirbst dadurch, okay? Oh mein Gott, was? Ja, da habe ich jetzt noch eine entdeckt, ey. Fuck. Ey, wo ist die denn? Ey, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Hallo? Ich habe den Gegner noch nicht mal gesehen, ey. Ich glaube, die sind mehr Ninja als ich, ey. Ja, das ist jetzt ein fehliger Part. Ja, das tut mir leid. Also eigentlich, ja. Wo ist dieser Gegner? Hallo? Was geht mit meinem Key ab? Oh mein Gott, ey. Wo ist der? Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Gegner überhaupt ist, ey. So, jetzt aber. Hier, komm. Wo, verdammt? Wo ist der? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der Gegner? Ey. Wer hat mich eben entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Ja, das Spiel will mich jetzt irgendwie verarschen, kann das sein? Ich weiß nicht... Aha. Moment. Nö. Das Spiel will mich verarschen. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Da liegt nur das Skelett. Okay. Wo ist dieser Gegner? Hallo? Ey, das lasse ich jetzt aber nicht durchgehen irgendwie. Da oben, der soll mich gesehen haben? Nee. Das glaube ich nicht. Wo ist der Gegner, der mich entdeckt hat? Das kann doch nicht sein, dass er verschwunden ist. So, ich laufe hier genau auf den zu. Und laufe dann von ihm weg. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug oder so? Ich sehe hier keinen Gegner.
Ich glaube, das ist ein Bug. Nee, irgend. Wo soll der sein? Ich weiß das nicht. Hallo? Hier drunter irgendwo, okay. Keine Ahnung. Dann lasse ich den jetzt einfach mal Gegner sein. Tut mir leid, aber ich sehe ihn nicht. Irgendein Phantom hat mich entdeckt. Toll. Okay. So, Wolverine. Oh, das war schon wieder so knapp, ey. Aber geschafft. Oh, 4 Items. So. Wo? Alter! Die wollen mich hier verarschen irgendwie. Kann das sein? Oder ist das jetzt die hier unten? Ich guck mal. Wo ist der? Oder die? Hallo? Hier ist wieder dieses Phantom oder was? Ey, wo ist die? Wo ist der Gegner hier? Ey, das habe ich ja noch nie gehabt. 70. 70 und hier ist nichts. Hä? Alter, verspackt ohne Ende. Naja, egal. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter. Ja, keine Ahnung, was mit den Gegnern hier los ist. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Ja, oh oh. Zack, so. Uiuiui, da sind die Fallen. Ja. Und hier ist irgendwo der nächste Gegner. Hä? Bei Rekimaru waren hier auch Bomben. Es ist so viel anders in diesem Level, ne? Gibt's hier... Ah! Wolverine. Da bist du doch. Hi! Zack. Das nenne ich mal ein durchschneidendes Argument. Ein Shuriken, das ist gut. Weil... Ey. Ich weiß nicht, wo, dieser Phantomgegner ist. Ist irgendwie komisch, naja. Dann lasse ich den halt. Dann gibt es da keine andere Wahl. So, Blasrohr. Ja, guck nicht so blöd. So. Eiskalt einfach ein Headshot hier. Da kommt irgendwo wer. Oh! Ha! Da! Ach, schon! Er rennt gegen die Wand, okay. Guckt euch das mal an, was für ein geiler Bug ist das denn? Er rennt gegen die Wand und ist dann auf einmal beruhigt. Ja, geil. So, dich kill ich jetzt aber mit dem Blasrohr hier durch. Geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Was war das denn wieder für ein Bug? Hä? Aber das Level ist irgendwie anders, kann das sein? Oder ist das das gleiche? Nicht. Ah, hier sind die Bomben. Ah, hier mache ich wieder den anderen Trick. Mach das so. Mach das so. Und mach das so. Ich weiß, Bomben verschwendet, aber damit ich hier nicht... danke. Damit ich hier nicht reintrete, ne? Vielleicht hat der auch wieder welche für mich hier. Dieser. Was? Wer? Wer hat mich entdeckt? Fast. Also wer hat... Ah ja, Bombe. Seht ihr? Nichts passiert. Ey, was ist hier mit den Gegnern los? Die sind so komisch hier. Oh, was ist das denn hier? Oh, oh, toll. Skelett. Ey, das Level macht mich langsam kirre hier. Das ist so ballerballer mit den Gegnern, ne? Da vorne, alles klar. Oh. Und zack. Wieder eine Vogelfresse. So. Einmal hier Gegengift. Da. Da oben ist die. So. Aber die... Ah.
Nee. Nein, das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Ne? Ah, nee. Die steht schon richtig rum. So, alles klar. Ja, zack, da hast du. Na, ich habe jetzt einmal Krähenfüße verschwendet. Das tut mir leid, aber... Ja, ich weiß nicht. Es war nötig. Wo ist der... Ey. Hallo. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ey, diese Gegner hier, ne? Jetzt ist da auf einmal einer. Eben war da keiner. Guck mal bitte dahin. Hallo? Der guckt dich dahin. Hey. Doch. Okay. Alles klar. Sehr schön. So, wenn du beruhigt bist, töte ich dich. Zack. Yo, Kopf ab. Das ist auch mal ein Statement hier. Boah. Da liegt der Vogelkopf. Naja. So. Ja, keine Ahnung. Dann sind wir jetzt gleich hier am Ziel. Ne? So, dann laufen wir durch den Gegner ran. Hier. So, zack. Genau. Yes. Items. Und wieder ein Blasrohr. Ah, da oben. Ah, der ist scheiße, den... Oh mein Gott, nein! Im Fallen gestorben, das ist gut. So gehört sich das. Oh mein Gott, nein, hier ist das Levelziel, glaube ich. Ich muss nämlich nochmal hier in die Richtung. Da laufe ich nämlich... Ah, der pennt. Ist hier noch einer irgendwo? Nee. Okay, dann zack! Genau, Wolverine, das hast du davon. So. Was ist hier? Ah, ne, hier ist das Levelziel. Stimmt, dann gehe ich da hinten nochmal hin. Ganz kurz hier. Hier war... Ah, ne, hier ist nur das. Aber hier rennen definitiv noch Gegner rum. Ich glaube, das hat man gehört, ne? Ich gehe nochmal kurz zurück und schaue. Es kostet ja jetzt nicht so viel Zeit. Die sind ja alle abgeräumt hier. Wo ist dieser Gegner? Das verstehe ich nicht. Ah, da liegen meine Kähnenfüße. Das wäre es natürlich typisch gewesen, wenn ich da reingelaufen wäre. Ja, das ist jetzt die Frage. Hä? Wo ist der Gegner hier? Einmal links und einmal rechts. Oh mein Gott. Fast reingelaufen. So. Boah, diese Sounds hier, ne? Die sind so krass. Naja. Hallo? Ich höre hier Schritte. Das kann doch nicht sein, dass hier niemand ist, Mensch. Ist das nur... Oh, hab ich mich erschrocken jetzt. Alter, hab ich mich erschrocken. Ist das jetzt... So, ich bin jetzt wieder am Anfang. Ist das jetzt dieser Phantomgegner oder was? Ich bin jetzt wieder am kompletten Anfang des Levels. So. Wo ist der? Ist der vielleicht hier drin? Na, hier ist nichts. Wo soll der sein? Also, vielleicht war das der Unschuldige. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal durch. Und dann schaue ich mal... Ja, es kommt wahrscheinlich die gleiche Cutscene gleich wieder, aber... Ja, Cutscene ist Cutscene, ne? Und hier hat mich eben ein Phantomgegner entdeckt. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Ganz ehrlich. Oder ein Gegner mit Tarnanzug oder. Auf jeden Fall sehr komisch. So, wenn ich jetzt ganz hier links laufe... Dann sollten mich doch auch die Pfeile nicht treffen, genau. So, dann zack, dann nicht da, sondern hier lang. Und dann jetzt gleich aufpassen, dass ich nicht in die Bombe laufe. So, wir machen wieder einen auf Forrest Gump hier. Einmal schön laufen, laufen, laufen. Oh Gott, ey, wenn ich so eine Strecke laufen müsste, ich würde schon nach der Hälfte sagen, Füße tun weh. Ich bin nicht so sport... Oh! Da sind Fallen drin, okay? Wusste ich auch noch nicht. Ja, ich bin nicht so sportbegeistert, deshalb, ja.
bin ich da immer gerne ein bisschen faul, ne? So, ich glaube hier rechts war das. Genau hier. Ja, genau. Und jetzt kommt eine Katze. What kind of ship is that? Almost finished. The most powerful warship in history. Finally, my dream becomes real. A world ruled by ninja. Exactly. We'll no longer be forced to hide in the night like thieves. We will decide how we live and how we die. Lady Kagami! Stop shouting! I'm talking to Sayu. I'm sorry, Lady Kagami. What do you want? There is an intruder in the cave. Probably an Azuma ninja. Great. That's all we need. Listen up. We're moving the schedule forward. Prepare to launch the ship immediately. Our first target? Goda Castle. Yes, my lady. Seiru, do you know why we're going to destroy Goda Castle? Our sole purpose in life has been to serve in the endless war between Toda and Goda. But now, Toda is gone. Goda is the only thing standing between us and freedom. If we are ever to cast off the chains that have shackled our spirits for generations, then Goda must be destroyed, no matter what the cost. Now come on, it's time to board the Fire Demon. We stand at the dawn of a new era. I'll warn the castle. You stay with the ship. Agreed. Ah, die Cutscene, die haben wir schon gesehen. Dup, 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 dup. Und, ah, yo. das hat jetzt gerade ein bisschen gedauert, aber wir kriegen die Statistik irgendwie nicht angezeigt. Keine Ahnung. Ich schätze mal, Ninja-Profi oder sowas war das. Das war ein richtiges Kack-Level. Okay. Ja, wir haben gesehen, wie der Feuerdämon, oder der, ja, der Feuerdämon, wie der ausgelaufen ist und wieder einmal das Schloss von Goda als Ziel hat. So, ich weiß jetzt auch, was Akt 3 heißt, nämlich Einsamkeit. Jawohl. Ja. Doch wieder den Schuss abgefeuert. Ah, okay. They are not gonna hurt Kiku. Ja, der Feuerdämon. Ja, wir sind jetzt nämlich nicht, wir sind auch auf dem Schiff bei der von der Seeschlacht, aber wir sind nicht. Wie soll ich das sagen? Nicht, wir kommen nicht von Land, sondern wir sind schon auf dem Schiff. Und sie hat eben gesagt, sie will
Prinzessin Kiko schützen. Prinzessin Kiko, das ist ja die Tochter von Fürst Goda. Genau. Und die sind ja jetzt quasi Schwestern. Und ja, ja. Wir sind quasi jetzt auf dem Weg zum Schloss Goda, beziehungsweise wir sind schon da und wir müssen halt jetzt hier auf dem Schiff die Leute killen, ne? Und Kagami killen oder wen auch immer. Aber das würde ich sagen, sehen wir erst das nächste Mal. Genau. Ja, dann wäre es das jetzt für heute gewesen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag dann mal bis morgen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn.